3D auf 5D. Die bewusste Anbindung ans höhere Selbst. Was wir aktuell ja immer wieder hören, ist, dass wir uns von der dritten Dimension auf die fünfte Dimension hochschwingen und viele fragen sich dabei, wie das denn in der Praxis aussieht, in unserem ganz alltäglichen Leben. Und zur Beantwortung dieser Frage muss man erstmal sich klar machen, wie 3D und 5D denn überhaupt aussieht oder was der wesentliche Unterschied ist. Und der wesentliche Unterschied, also um das jetzt mal ganz vereinfacht zu sagen und wirklich nur mal auf eine Komponente herunterzubrechen, der wesentliche Unterschied ist, 3D ist Trennung und 5D ist Verbindung. Und zwar die Verbindung mit den höheren Dimensionen, mit der höheren Welt, mit der geistigen Welt, der Göttlichkeit, dem Universum, den Sternengeschwistern, dem höheren Bewusstsein oder wie immer du es nennen willst. Und diese Verbindung haben wir ja wirklich verloren in den letzten Tausenden von Jahren. Wir haben diese Verbindung auch oft Gott genannt, dass man an Gott glaubt oder mit Gott verbunden ist. Aber auch da sind viele Religionen entstanden und Religionen sind wieder menschengemacht. Es geht nicht darum, dass man einer menschengemachten Religion folgt, sondern es geht darum, dass jeder für sich seine innere Verbindung zum Göttlichen wiederfindet und in sich spürt, dass wir von etwas Höherem geführt werden, das uns immer schützt, in großer Liebe und Weisheit agiert und diese ganze Welt auch in großer Liebe und Weisheit erschaffen hat. Dass wir das erkennen und diese Verbindung mit dieser höheren Schöpferkraft wieder bewusst in uns herstellen. Und es geht nicht nur darum, dass die Menschen sich im Einzelnen auf 5D hochschwingen, sondern es geht darum, dass alles, komplett alles, was wir hier in der Materie sehen, dass sich alles hochschwingt. Also eben Menschen individuell, aber auch Gemeinschaften wie Familien, Arbeitsplätze, der Bekanntenkreis oder im weiteren Sinne eben auch Regierungen, globale Unternehmen, dass all das sich an dieser höheren Macht wieder anbindet und von dieser geführt wird. Gleiches gilt natürlich auch für Einzelunternehmen, für Projekte, für Hobbys, für Häuser, für Tiere, für Pflanzen, alles. Ich meine, die Pflanzenwelt ist ja am Höheren angebunden. Sie wächst so, wie das der göttliche Plan ist, wenn wir es nicht manipulieren von der Menschenseite her. Und da geht es wieder darum, dass wir menschlich nicht mehr eingreifen, sondern dass wir menschlich diese Verbindung, diese bewusste Verbindung an dem Höheren Selbst wiederherstellen. Und das ist im Moment aktuell unsere Aufgabe, dass wir diese Verbindung in uns und auch im Außen mit allem, was ist, wieder bewusst herstellen und erkennen. Und wenn wir den individuellen Prozess angucken, dann passiert dabei eines. In dem Moment, wo wir die Verbindung zum höheren Selbst wiederherstellen, stirbt das alte Ego. Also das alte Ego stirbt und das neue Selbst wird geboren. Und das Besondere an dieser Zeit ist, dass das passiert in dem Moment, wo wir noch im Körper drin sind. Denn normalerweise stirbt unser Körper, wenn auch das Ego stirbt. Und das neue Selbst wird dann auf der anderen Seite geboren und wir werden uns wieder vieles bewusst. Und wir machen diesen Prozess jetzt bei lebendigem Leib und vollem Bewusstsein. Viele erleben das so, als ob sie durch einen Sterbeprozess gehen, bei lebendigem Leib und vollem Bewusstsein. Und in gewisser Weise ist das auch so. Wenn man aber darum weiß, dass es nur das alte Ego ist, das stirbt, das alte Leben wurde vom Ego geführt und das alte Leben stirbt jetzt und verabschiedet sich. Und immer wenn etwas stirbt, dann rauscht es nochmal an uns vorbei und wir sehen nochmal das ganze Leben an uns vorbeilaufen und manchmal steigen eben alle alten Sachen nochmal hoch, die wir im alten Leben erlebt haben. Da gehen jetzt viele durch diesen Prozess. Das ist wie ein Sterbeprozess, als ob man stirbt, da geht auch nochmal einmal das Leben an uns vorbei, aber um sich zu verabschieden. Und wir können es dann in Dankbarkeit verabschieden, denn es war eine wertvolle Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir können dem alten Leben danken
und auch dem Ego, dass das Ego es so gut geführt hat, wie es nur irgendwie möglich ging. Und jetzt verabschiedet es sich. Denn das neue Selbst kommt jetzt in uns zum Vorschein und wird in uns geboren. Und durch diesen Prozess gehen wir nicht nur als Mensch, sondern alles muss da durchgehen. Jedes Unternehmen, jedes Projekt, jedes Hobby, einfach alles. Und auch gerade Unternehmen oder Projekte können sich jetzt bewusst erkennen, oder wir können es bewusst erkennen, dass wir nicht mehr Einzelkämpfer sind. Aus der Trennung heraus, im 3D-Bewusstsein der dritten Dimension, haben wir es natürlich immer getrennt von allem gesehen. Wettkampf, und man musste sich immer gegen alles behaupten. Und das ist das niedrige Bewusstsein. Und dann ist eine Art Trennung entstanden, die aber eine Illusion ist. In Wirklichkeit war immer alles verbunden. Alles war immer verbunden. Wir müssen nichts verbinden, denn alles ist immer mit dem höheren Selbst verbunden. Aber wenn unser Bewusstsein nur zu niedrig ist, dass wir es nur aus der Trennung heraus sehen, dann nehmen wir auch alles als Trennung wahr. Und das geht oft mit Schmerz und Leid einher, mit viel Herausforderungen und Problemen. Und wenn wir unser Bewusstsein jetzt um 180 Grad drehen und erkennen, dass sowieso alles mit dem Höheren verbunden ist, dann wird auf einmal alles sehr viel leichter laufen. Also wir müssen nichts anbinden, weil die Anbindung ist sowieso da. Wir müssen uns nur bewusst machen, dass alles angebunden ist an dem Höheren und alles von dem Höheren geführt wird. Und in dem Moment, wo wir das erkennen, passiert auch genau das. Alles wird auf wundersame Weise von dem Höheren geführt. Oder es wird auch ausgedrückt in dem Satz, wohin die Aufmerksamkeit geht, so verändert sich die Materie. Und wenn unsere Aufmerksamkeit in die Richtung geht, dass wir alles in Verbundenheit sehen, dann erkennen wir auch, dass alles verbunden ist und von dem Höheren geführt ist. Und das ist es, was wir jetzt tun können. Alle Projekte, alle Unternehmen, alle Hobbys und so weiter können wir bewusst in der Anbindung an dem Höheren erkennen. Und auf einmal wird alles ganz leicht gehen. Und jedes Unternehmen wird dort jetzt durchgehen müssen. Und die Unternehmen, die jetzt nicht da durchgehen, die nicht erkennen, dass sie an dem Höheren angebunden sind und von dem geführt werden und danach auch leben, sich eben nach dem Höheren richten, die werden sich jetzt verabschieden. Alles, was nicht nach dem Höheren geführt wird, wird sich jetzt verabschieden. Deswegen ist es im Moment sehr wichtig und auch unsere aktuelle Aufgabe, dass wir vom Bewusstsein her alles anbinden an dem Höheren und uns davon führen lassen, also uns selbst, genauso wie unsere Hobbys, unsere Projekte, unsere Unternehmen und so weiter. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn ich manchmal merke, dass irgendwelche Projekte nicht so gut laufen, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder will dieses Projekt aus dem Feld, will sich gänzlich verabschieden, das kann natürlich auch sein. Das fühle ich dann aber auch in mir, dass sich das nicht mehr so gut anfühlt. Oder es möchte diese bewusste Anbindung. Und wenn ich dann diese bewusste Anbindung mache, dann läuft das auf einmal super glatt überall durch. Dann gibt es überhaupt gar keine Hindernisse mehr, gar keine Probleme, sondern es geht ganz smooth überall durch. Und das hilft mir immer sehr, diese Anbindung an dem Höheren zu erkennen und zu sehen, das Projekt ist ja angebunden an euch, es wird von dem Höheren geführt und ich bin dann immer ganz entspannt und weiß, okay, jetzt geht das Projekt ja gut durch, weil es ist ja angebunden an der höheren Welt, an dem Göttlichen, an dem, was von Liebe und Weisheit geführt wird. Was soll denn da noch schief gehen? 5D bedeutet somit, dass wir uns wieder der höheren Schöpfung bewusst werden und wir ihr Kraft unseres eigenen individuellen freien Willens folgen. Das heißt, wir geben unseren persönlichen Ego-Willen, sage ich jetzt mal ab, niedrigeren Willen, freien Willen ab. Es gibt zwei freie Willen. Also einmal der Ego-Wille, der auch frei ist, und einmal der Wille des höheren Selbst. Und wir opfern jetzt sozusagen diesen Ego-Willen freiwillig, um uns einfach nur vom höheren Selbst führen zu lassen, der aus dem göttlichen Reich kommt und nicht eben aus dem menschengemachten Reich. Und das ist jetzt unsere Aufgabe. Uns wieder an dieser höheren Führung anzubinden, nicht nur uns selbst, sondern alle Projekte, alle Firmen, alle Hobbys, alle Gemeinschaften, alle Regierungen, alles, was auf dieser Welt existiert, wird jetzt an dem Höheren angebunden, bewusst, und wo keine bewusste Anbindung stattfindet, da fällt das weg. Und das sehen wir jetzt, dass die Projekte oder Unternehmen, die nicht an dem Höheren angebunden werden,
bewusst, die werden sich jetzt verabschieden und werden wegfallen. Und das ist auch gut so. Denn in die neue fünfte Dimension kommt nur das mit, was an dem Höheren angebunden ist.